In diesem Video werden wir uns jetzt ein Beispiel anschauen, wie wir die Binomialverteilung mit der Normalverteilung annähern können. Fangen wir an. Wir haben einen sechsseitigen Würfel, den wir 600 mal würfeln. Wir wollen jetzt die Wahrscheinlichkeit herausfinden, dass wir mindestens 90, aber höchstens 105 Sechser gewürfelt haben. Das heißt, die Zufallsvariable x zählt die Anzahl der geworfenen Sechser. Versuchen wir das Beispiel alleine zu lösen. Okay, wir benutzen die Binomialverteilung zur exakten Berechnung. Wir brauchen dafür zunächst das n. Und wir wissen aber, wir würfeln 600 mal. Das heißt, das n ist 600. Und da wir einen sechsseitigen Würfel verwenden, ist die Wahrscheinlichkeit, ein Sechser zu würfeln, ein Sechstel. Und mit GeoGebra können wir jetzt die Wahrscheinlichkeit herausfinden, dass 90 kleiner durch x kleiner gleich 105 ist. Also, wir sind wieder im Modus Wahrscheinlichkeitsrechner und jetzt verwenden wir nicht die Normalverteilung, sondern die Binomialverteilung. Das heißt, wir gehen auf Binomial. N ist 600 und die Wahrscheinlichkeit ist ein Sechstel. Jetzt wollen wir, dass x zwischen 90 und 105 liegt. Und die Wahrscheinlichkeit, die wir dafür erhalten, ist 0,6047. Also können wir schreiben, p von 90 kleiner gleich x kleiner gleich 105 ist gleich 0,6047. Gehen wir weiter. Okay, hier sollen wir jetzt die Binomialverteilung, die wir oben durchgeführt haben, mit der Normalverteilung annähern. Versuch das zunächst allein. Gut. Zunächst müssen wir den Erwartungswert und die Standardabweichung von x berechnen. Wir wissen aus dem letzten Video, dass der Erwartungswert gleich n mal p ist. N ist gleich 600 und p ist ein Sechstel, das heißt 600 mal ein Sechstel. Und das ist gleich 100. Wir wissen auch, die Standardabweichung ist die Wurzel aus n mal p mal 1 minus p. N mal p wissen wir schon ist 100, das heißt, das ist gleich die Wurzel aus 100 mal 5 Sechstel. Das ist gleich 9,1287. Überprüfen wir noch, ob wir die Normalverteilung überhaupt anwenden dürfen. Wir erinnern uns, die Faustregel ist, dass Sigma zum Quadrat größer 9 sein soll. Schauen wir uns das an. 100 mal 5 Sechstel ist gleich 83,3 periodisch. Das ist größer 9. Also dürfen wir die Normalverteilung benutzen. Jetzt haben wir eine neue Zufallsvariable x', die ist normal verteilt mit Erwartungswert μ ist gleich 100 und Standardabweichung Sigma ist gleich 9,1287. Die Wahrscheinlichkeit, dass 90 kleiner gleich x' kleiner gleich 105, können wir wieder mit GeoGebra berechnen. Okay, wir sind noch im Binomialmodus, das heißt, wir müssen wechseln auf Normalverteilen. μ war 100, Sigma ist 9,1287. Und wir wollen jetzt die Wahrscheinlichkeit haben, dass x zwischen 90 und 105 liegt. Und die Wahrscheinlichkeit, die wir herausbekommen, ist 0,5714. Also erhalten wir für p von 90 kleiner gleich x' kleiner gleich 105 die Wahrscheinlichkeit 0,5714. Wenn wir das jetzt mit dem Ergebnis der Binomialverteilung, den exakten Wert, vergleichen, dann sehen wir, p war 0,6047. Also passt die Annäherung nicht so gut. Dafür können wir eine sogenannte Stetigkeitskorrektur machen. Wie du hier siehst, besteht die Binomialverteilung aus Säulen mit der Breite 1. Die Normalverteilung ist aber eine Funktion. Das heißt, der Flächeninhalt der Binomialverteilung entspricht nicht genau dem Flächeninhalt unter der Funktion f. Außerdem, die Säule bei 90 fängt ja nicht bei 90 an, sondern bei 89,5. Sie hat ja eine Breite. Und die Säule bei 105 hört nicht bei 105 auf, sondern bei 105,5. Mit der Stetigkeitskorrektur berücksichtigen wir das. Das heißt, wir suchen jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass 89,5 kleiner gleich x kleiner gleich 105,5 ist. Und das können wir jetzt mit GeoGebra berechnen. Das heißt, wir setzen jetzt statt 90 89,5 ein.
Und statt 105 setzen wir 105,5 ein. Wir sehen, die Wahrscheinlichkeit ist 0,6016. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass 89,5 kleiner gleich x' kleiner gleich 105,5 ist, ist gleich 0,6016. Und wir sehen, das stimmt viel besser mit dem exakten Wert der Binomialverteilung überein. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso nähern wir die Binomialverteilung überhaupt an? Ich habe doch GeoGebra, damit kann ich die Binomialverteilung doch wunderbar ausrechnen. Das stimmt zwar, aber bei großen n, also zum Beispiel n ist gleich 10.000, stürzt GeoGebra ab. Bei der Normalverteilung aber nicht. Außerdem, je größer n wird, desto besser nähert die Normalverteilung die Binomialverteilung an. Und es ist leichter, mit der Normalverteilung zu rechnen, als mit der Binomialverteilung. Damit sind wir mit dem Arbeitsblatt zur Normalverteilung auch schon fertig. Ich hoffe, du hast viel lernen können und dass du auch etwas Spaß gehabt hast. Über Feedback von dir würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.